Positiv ausgedrückt haben sich im Nutzungsverhalten deutscher Konsumenten viele Dinge als Mainstream eingespielt. Es gilt sowohl für Hardware als auch für die Diensteseite. Mit einem negativen Zungenschlag könnte man allerdings auch sagen, dass im Mobilfunkmarkt mittlerweile einige Zeichen auf Stagnation stehen. So ist im letzten Jahr die Smartphone-Nutzerbasis in Deutschland erstmals nicht mehr gewachsen. Wir liegen genau wie im Vorjahr altersübergreifend bei 89% und auch verschiedene Anwendungen stoßen mittlerweile an ihre Grenzen. Der Anteil der Nutzer von WhatsApp beispielsweise ist im letzten Jahr nur noch um einen Prozentpunkt gestiegen, liegt jetzt ebenfalls bei 89%, hier allerdings gemessen an der Zahl der Smartphone-Nutzer. Besonders auffällig beim Smartphone-Zubehör ist der Erfolg der Apple AirPods. Im Weihnachtsgeschäft musste Apple sogar teilweise in seinen Stores eigene Kassen für diese Premium-Ohrhörer einrichten. Und dieses Wachstumsfeld gilt nicht nur für Apple, vielmehr zeigen unsere Zahlen, dass 40% der Smartphone-Nutzer bereits über solche kabellose Kopf- oder Ohrhörer verfügen. Der Großteil davon wurde als durchaus hochpreisiges Zubehör separat zum Smartphone gekauft. Und auch andere Zubehörteile sind bei den deutschen Smartphone-Nutzern populär. Viele nutzen Powerbanks, Smartphone-Hüllen oder spezielle Speicherkarten. Sprachassistenten werden immer beliebter. Der mobile Nutzeranteil für Siri, Google Assistant und Co. hat sich innerhalb des letzten Jahres von 16% auf 30% nahezu verdoppelt, und zwar quer durch alle Altersgruppen. Der Hype wird nun also langsam Realität. Das war im vergangenen Jahr noch nicht der Fall. Die Popularität der stationären Shops der Mobilfunkanbieter ist erstaunlich. Die Besuchsfrequenz ist weiterhin hoch und sogar steigend. So haben sich 26% der Befragten innerhalb der letzten 12 Monate im Shop ihres Mobilfunkanbieters zu neuen Endgeräten informiert. Und es sind nicht nur die älteren Mobilfunknutzer, die es in die Shops zieht. Der Besucheranteil innerhalb der ganz jungen Zielgruppe ist sogar überdurchschnittlich hoch. Der Verzicht auf Vorortpräsenz birgt also für Mobilfunkanbieter durchaus ein geschäftliches Risiko.